Nach zwei Jahren findet das große TV-Spektakel Schlagerboom endlich wieder statt. Die Gästeliste ist geheim, doch am Samstag verriet Florian Silbereisen überraschend fünf weitere Namen. Dortmund, Florian Silbereisens Musiksendungen gehören zu den erfolgreichsten im deutschen TV. Teilweise sehen über 7 Millionen Zuschauer zu. Nachdem der Schlagerboom im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, ist der Termin für dieses Jahr bereits bestätigt. Am 23. Oktober 2021 beginnt die Show um 20.15 Uhr live im TV. Die Auftritte finden am 22. und 23. Oktober unter dem Motto »Alles funkelt«. Alles glitzert in der Dortmunder Westfalenhalle vor Publikum statt. Doch welche Gäste sind dieses Jahr dabei? Helene Fischer ist einer der erfolgreichsten Musikstars weltweit. 2018 veröffentlichte die New York Times eine Auflistung der Künstler mit den höchsten Ticketumsätzen. Fischer kam auf Platz 7 weltweit und lag damit vor Justin Timberlake, Iron Maiden, Britney Spears oder Shakira. 2019 war sie noch beim Schlagerboom ihres Ex-Partners Florian Silbereisen dabei. Nun steht die Frage im Raum, ob sie auch 2021 auf der Gästeliste steht. Ein Indiz würde dafür sprechen, Helene Fischers neues Album Rausch kommt nur eine Woche vor der Live-Sendung auf den Markt. Der Schlagerboom wäre also die perfekte Gelegenheit, ihren Tonträger zu bewerben. Bereits Anfang September hatte die Comedy-Legende Didi Hallervorden seine Teilnahme beim Schlagerboom bestätigt. Auch Andreas Gavalier, Harpe Kerkeling, Roland Kaiser und Haut Carpendale stehen bereits fix auf der Gästeliste. Am Samstag gab Florian Silbereisen dann fünf weitere Kandidaten auf Facebook bekannt. Ich habe gerade gehört, Bonnie Tyler wird zu uns kommen, sagt der Moderator in die Kamera. David Gerrit ist ebenfalls mit dabei. Für richtig Stimmung werden Jürgen Drews, Micky Krause und DJ Ötzi sorgen, so Silbereisen weiter. Das Portal Schlagerprofis kritisiert die ständig gleiche Dauerbesetzung als wenig kreativ. Florian Silbereisen hingegen zeigt sich begeistert und ergänzt, lasst euch einfach mal überraschen, wer da sonst noch alles auf der Bühne stehen wird. Manche Beobachter halten auch die Verschiebung des Veröffentlichungstermins des neuen Art Garfunkel-Albums für keinen Zufall. So soll der Termin vom 15. auf den 22. Oktober verlegt worden sein, was wiederum für die Teilnahme beim Schlagerboom sprechen könnte. Gleiches gilt für Bernhard Brink, dessen Albumsveröffentlichung ebenfalls denkbar günstig liegt. Andere mögliche Kandidaten sind Eric Philippi, Ramon Roseli, Beatrice Egli, Kelly Family, Ben Zucker oder Thomas Anders. Doch offiziell ist die vollständige Gästeliste noch geheim. Für die Zuschauer und Schlagerboom-Fans bleibt es also bis zur letzten Minute spannend.